Odi, heute spielen wir ein Flugzeugsimulator-Absturz. Wir müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Und hier ist irgendeiner, der uns entführen will. Oh, ich will nicht, dass uns jemand entführt. Warte mal, ich hab C9. Ah, mein Sitz ist C9, Brex hier. Da ist J9. Oh. Wo ist denn J? Das wackelt alle. Oh, hier spricht euer Captain Brex hier. Willkommen an Bord. Finden Sie jetzt bitte Ihren Sitzplatz, da wir im Begriff sind, ein Gebiet hoher Turbulenzen. Oh, nein, Brexy, schnell, schnell, schnell. Jetzt kommen Turbulenzen. Oh, oh, sitzt du schon? Schau doch rüber, du Blödmann, dann siehst du mich. Stimmt, da bist du ja. Oh Mann, ey, Brexy. Oh, es wackelt alles, Odi. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst. Warum hältst du noch dein Ticket in deiner Hand? Entschuldigung, dass ich das noch in der Hand habe. Danke für Ihre Zusammenarbeit. Kein Problem, Herr Captain. Darf ich jetzt aufstehen? Du bist einfach aufgestanden. Der hat doch noch gar nicht gesagt, dass wir aufstehen dürfen. Mann. Machen Sie sich bereit. Snacks, Brexia. Ich will keine Snacks. Ich will das Flugzeug erkunden. Komm mit. Ich auch. Da ist die Toilette. Boah, das ist... Guck mal. Das ist einfach First Class. Erste Klasse Flugzeug. Schau mal, hier ist der Captain Brexy. Der steuert das Flugzeug. Ich hab ein Sandwich. Ich auch. Cool. Okay. Sehr lecker. Habe ich aufgegessen. Aber, ich auch. Wer ist denn das hier? Schau mal, hier ist die... Das ist die... Stewardess. Genau, die Besatzung. Ich will noch eins. Gibt's hier eigentlich noch ein? Nö. Ich glaube, jeder kriegt nur eins, Brexy. Pass auf, die Mitspielerin sagt was. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Was hast du denn? Warte, dieses Sandwich hat Mayo. Ich bin allergisch auf Mayo. Sie ist allergisch, Brexia. Ist alles okay mit dir? Hallo, lebst du noch? Oh nein, schnell. Wir müssen ihr Gepäck finden. Odi, wo ist ihr Gepäck? Wo ist ihr Gepäck? Keine Ahnung, wo saß sie denn? Hier hinten irgendwo, Brexia. Mach alles auf. Hier, ich hab's gefunden. Nimm's. Anna, das ist mein Gepäck, du Blödmann. Auch nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, sonst stirbt sie. Oh, mach überall auf, Brex hier. Hast du? Ich geh auf die andere Seite. Das muss hier irgendwo sein, Brex hier. Wo saß diese blöde Kuh denn? Ich hab's gefunden. Hier. Ja, Brex hat's gefunden. Ja, ich hab's gefunden. Oh, das war knapp. Das war echt knapp, Mann. Sie hätte echt drauf gehen können, Brex hier. Odi, schau mal, sie sieht auch sehr blass aus. Ich sehe schon. Und du siehst voll gelb aus. Genau wie deine Zähne. Mann, hör auf, sowas zu sagen, das finde ich nett. Guten Nachmittag. An alle Passagiere. Ich informiere Sie, dass wir eine stabile Höhe erreicht haben. Es war eine gute Zeit. Ich konnte nicht mal richtig zu Ende lesen. Brexy, mir ist irgendwie schwindelig. Es ist dunkel, Odi. Oh, sei leise, die schlafen alle schon. Gute Nacht, Passagiere. Gute Nacht, Captain. Gute Nacht, Captain. Setz dich auf deinen Platz, Brexy. Warum denn? Mann, ich will nicht immer auf meinem Platz sein. Aber wir haben noch ein paar Stunden. Kann ich nicht neben dir sitzen? Nein, das darf man nicht. Du hast doch einen festen Sitzplatz. Du hast einen festen Sitzplatz. Oh, Brexy, was passiert hier? Odi, ich habe keine Ahnung. Schau mal, da draußen ist ein Monster. Wo? Auf unserem Wasser. Auf dem Flügel hier. Was macht der da? Oh, Brexy. Oh, ich habe Angst. Er hat rote Augen, Odi. Wie kommt er denn dahin? Der sagt was. Was sagt der? Weiß ich nicht. Wie kann der auf dem Flügel sein, wenn wir richtig weit oben in der Luft sind, Brexy? Sie? Du wirst nicht überleben. Oh nein, Brexy. Wir müssen abhauen. Das sind Was ist das auf dem Boden? Pass auf, das sind Schlangen. Brexy, Vorsicht. Lauf weg, bitte. Ich versuch doch schon wegzulaufen, du Dussel. Wo soll ich denn hin? In die Toilette. Lauf. In die Toilette. Na, wir müssen uns irgendwo hochstellen. Dann können die uns nicht angreifen. Komm schon. Okay. Odi, du hast ein bisschen Leben verloren. Ja, du auch, Brexy. Die blöden Schlangen. Das war, glaube ich, ein Zauberer oder so. Wir müssen wirklich versuchen, jetzt so lange wie möglich zu überleben, bis wir landen. Schau mal. Da gibt's eine Toilette. Dort werden wir sicher sein. Komm mit. Oh, komm schon.
Lauf, wo ist denn die Toilette? Die ist hier hinten, Brixi, komm! Ah, Schnecken hinter dir, pass auf, Schlangen, Schlangen, Schlangen! Toilette, 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 mach die Toilette auf! Wir kommen da nicht rein, wo gehen die? Hier, 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 Brixi, hier bist bei mir! Warte! Ja, komm zurück! Hier auf! Rechts, 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 geh rein, lauf rein! Okay. Oh, du bist schon halbe Leben, Brixi! Oh Mann, ich brauche ein Sandwich, wo kriege ich denn ein Sandwich her? Das ist eine gute Frage, ich will auch eins! Okay, wir dürfen jetzt nicht laut sein. Und das war beängstigend. Oh Mann, wir sollten diskutieren, was zum Teufel passiert, Braxier. Ich kann es dir ganz einfach erklären, Odi. Aliens haben unser Flugzeug entführt. Oh nein, 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 nein. Ich will nicht, dass Aliens meinen... Oh Mann, was für Aliens. Es waren Aliens, wirklich. Hast du nicht deren Augen gesehen? Die waren rot wie Feuer. Genau. Und was ist auch rot? Feuer? Oh, es wird dunkel. Oh. Wo bist du, Odi? Brixi, ich glaube, der Strom ist... Oh, er ist wieder an. Okay, sind die noch auf dem Flügel? Schau mal schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein, sind sie der nicht. Der Strom ist wieder da, Brixi, so wie ich gerade gesagt habe. Sehr gut. Auf der anderen Seite sind die auch nicht. Oh. Und die Flaggen sind Gott sei Dank weg, Brixi. Meinst du, wir haben es überlebt? Na klar, haben wir es überlebt, sonst wären wir doch nicht hier. Okay, die sagt gerade auch, dass die Monster weg sind. Das war echt gruselig, Brixi. Denkst du, wir haben uns das nur eingebildet? Warte, Ruhe, der Captain. Ihre Aufmerksamkeit, Passagiere. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Oh nein, nein, was denn jetzt schon wieder? Hm? Die gute Nachricht ist, dass der Strom wieder da ist. Und das ist sehr gut. Was ist dann wohl die schlechte Nachricht, Odi? Dass das Monster noch da ist? Die schlechte Nachricht ist, dass wir eine erhebliche Menge an Sauerstoff verloren haben. Oh, oh. Oh, komm schon, wir müssen Sauerstoff machen. Such deinen Sitz, such deinen Sitz. Wo ist mein Sitz? Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Nein, wir müssen da, wo Sauerstoffmasken sind, hin. Hier, habe ich eine Sauerstoffmaske? Wie nehme ich die? Ich weiß nicht, Brixi. Oh, ich habe eine, nein. Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Brixi, du bist ja wieder da! Und du bist in Ohnmacht gefallen! Wirklich? Ja! Okay. Sie hat eine Bombe gefunden? Wo denn? Wo ist eine Bombe? Oh, Brixi, sie hat eine Bombe an sich selbst! Was werden wir tun? Was werden wir tun? Okay. Ich beruhig mich doch nicht! Sie setzt sich hin! Wir müssen, wir müssen etwas finden! Die Kabel müssen wir aufschneiden, Brixi. Oh, hier ist ein Telefon. Ich weiß, wo wir was finden. Hinten. Dort bei den VIP-Sitzen. Komm mit. Du hast recht, Brixi. Wir müssen etwas Scharfes finden. Oh, hast du was gefunden? Hier drüben. Nein, gar nichts. Ich habe eine Schere gefunden, Brixi. Sehr gut. Nimm die Schere, nimm die Schere. Wir müssen jetzt gucken, welches Kabel wir durchtrennen müssen. Oh, Mann, ey, komm schon. Rot, rot, eindeutig rot. Ja, das muss rot sein! Oh, sie macht das blaue Kabel! Geh weg. Oh, lauf, 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 lauf! Oh, Brixi, das blinkt! Was hat sie gemacht? Oh mein Gott! Sie ist weggesprengt! Oh Mann, das hat man doch gesehen! Ich hab doch gesagt, es war rot, sie hat blau genommen! Ist so! Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen weitermachen, wenn wir überleben wollen, Brixi! Okay, wir haben noch lange nichts mehr von der Crew gehört, Brixi. Stimmt, wo ist die Stewardess? Können wir mal prüfen, ob denen, ob denen alles gut ist? Komm, lass uns schnell gucken. Die müssen doch hier irgendwo sein. Eigentlich müssten die hier vorne sein. Captain, ist alles in Ordnung? Hallo, Roger, Roger. Man kann die Tür nicht aufmachen. Lass uns nach hinten laufen, komm schon. Okay. Komm, können wir schneller laufen? Nein, das Flugzeug ist zu schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, Brixi, aber ich sehe hier niemanden. Wir sind die einzigen Überlebenden? Hier, oh, die schlafen, Brixi! Hä? Wieso schlafen die denn? Die haben ihr Bewusstsein verloren. Unbewusst. Die haben keine Masken. Wir müssen den Captain. Schnell, 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 Brixi, schnell, schnell, schnell. War der vorne? Ja, der war vorne. Okay, komm, Odi, beeil dich, los, lauf. Wir sind gleich da. Captain! Captain, machen Sie die Tür auf! Wir sind nur noch zu zweit im Flieger! Es ist verschlossen, Odi. Oh, Turbulenzen, Brixi! Mann, irgendwas passiert hier drin. Gleich ist der Captain auch in Schwierigkeiten, Odi. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir brauchen eine Karte oder so. Ein Code. Wo
finden wir denn jetzt einen Code? Wir müssen den Code finden, Odi. Der muss bestimmt hier vorne irgendwo sein, oder? Schau du vorne, ich schau bei den Stewardessen. Na, dann, ich... Ja, okay. Gleich haben die ja was. Denkst du? Nee, die schlafen. Ich finde nichts. Hast du schon was? Ich habe noch nichts gefunden, Briggs hier. Oh Mann, wir müssen uns beeilen. Warte mal. Mach die... Kannst du die Kisten hier aufmachen? Die oder kann oben? Man nicht aufmachen. Mm-mm. Keine? Sollen wir denn gar keine. Finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier drüben? Das ist unfair. Hier können wir niemals einen Code finden, Odi. Ich weiß. Wir müssen vielleicht wieder nach hinten. Du hast recht. Vielleicht habe ich was übersehen. Komm mit. Vier Augen sehen mehr als zwei. Du hast recht. Oder vielleicht ist hier oben was. Warte mal. Wo denn? Wo denn? Nein. 9790. Odi. 9790. Hast du's? Mhm. Warte, ich muss das, glaube ich, anklicken. Ich glaub, ich klick das an. Ja, 9790. Kannst du es da eingeben bei dem Telefon? Das muss man bestimmt an der Tür eingeben, oder? Ja, aber es geht irgendwie nicht. Warte mal. Schau mal da ganz hin. Da ist ein Code. 9790. Das steht einfach an der Wand. Warte okay, mal. Okay, ich guck. Ich kann da... Kannst du... Ich kann da nichts draufklicken. Ich auch nicht, Brixie. Vielleicht müssen wir ja noch kurz abwarten. Wir müssen uns aber beeilen, hat er doch gesagt. 97? Warte. Ich hab draufgeklickt! Du musstest draufklicken, du Blödmann! Oh. Okay, so. Komm, wir gehen rein. Oh, komm schon! Oh, oh, Monster! Oh, Brixie! Was willst du von uns? Lass die Captain frei! Ist so! Verschwinde von dem Flugzeug! Ich werde bezahlen für das, was ich getan habe. Ich habe doch nichts getan, es war Odi! Ja. Bring Odi um! Jimmy war's! Jimmy, genau! Jimmy war's! Du denkst, dass du zufällig hier bist, aber das bist du nicht. Ich habe dich hierher gebracht. Jeden von wem hast du die Tickets, Braxy? Von wem hast du die Tickets? Ja, das war so ein Unbekannter, keine Ahnung. Du Blödmann, von so Leuten nimmt man doch keine Tickets an. Das ist nicht möglich, du Blödmann. Genau. Es ist möglich. Und jetzt ist es Zeit zu sterben. Alles ist wirklich. Ich möchte nicht sterben, Modi, lauf. Lauf! Was? Wir sehen uns im Jenseits. Wir müssen den Captain retten. Komm! Stick ist weg! Komm, beeil dich, Braxy! Können wir da rein? Warte noch! Jetzt können wir rein! Captain. Gefahr! Aufstehen, Captain! Steh auf, du Blödmann! Oh, Gefahr! Drück irgendwelche Knöpfe! Ich drück doch schon alles! Captain! Drück, was noch geht! Plane. Oh, das Flugzeug fällt, Braxy! Okay, Odi, ganz ruhig. Was tun Piloten? Ich setz mich hier hin. So. Knöpfe drücken. Den Autopilot-Knopf finden. Wo kann der denn sein? Schnell, drück alle Knöpfe! Ich drück doch schon alle Knöpfe, Odi. Klick alles! Okay. Ich hab alle Knöpfe gedrückt. Drück! Jetzt werden die auch rot! Okay. Du musst dich beeilen, Odi. Ein Knopf wird anscheinend... welcher Knopf denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Drück bitte einfach alles, Briggs, hier. Okay, ich drück doch schon alles. Ich hab gleich alle durch, Odi. Ich hab's gefunden. Du hast gefunden! Okay, und jetzt? Oh, Mann, Briggs, ich hab keine Ahnung. Captain, können Sie aufstehen? Hören Sie mich? Mann, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben das Flugzeug gerettet, Odi. Du hast recht, Briggs hier. Denkst du, es ist schon vorbei? Ich glaube, es ist nicht vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein sehr verrückter Flug. Ich möchte nur schon zu Hause sein. Ja, ich auch, Briggs. Ich habe hier gar keine Lust mehr drauf. Und nimm bitte von keinen unbekannten Leuten irgendwelche Flugtickets an. Mann, ist ja gut. Dann lass uns jetzt am besten zu unserem Sitz gehen. Du hast recht. Jetzt müssen wir nur noch das Notfalltelefon finden, damit wir Hilfe rufen können. Komm mit, Braxy. Das war hinten, stimmt's? Genau, das rote Notfalltelefon. Oh, du bist richtig schlau, Braxy. Komm schon. Wusstest du, dass ich mal Pilot werden wollte? Wirklich? Mhm. Weißt du, was daraus geworden ist? Was denn? Ich bin rausgeflogen. Ha, du Blödmann.
Telefonierst du? Hallo, wir brauchen Hilfe. Unser Captain ist bewusstlos. 1, 2, Roger, Roger. Hä? Praxis, sie sagt, wir sollen uns keine Sorge machen. Wir werden in Kürze nach Hause kommen. Okay, sag, ich möchte noch einen Cheeseburger haben. Mein Freund will einen Cheeseburger haben. Geht das? Nein, das geht nicht. Sie sagt, nein, das geht nicht, Braxy. Mann, das ist voll blöd. Aber sie meinte, sie haben unseren Standort verfolgt und die übernehmen die Kontrolle über das Flugzeug. Sehr gut. Können wir uns jetzt hinsetzen? Warte, ich telefoniere noch mit ihr. Es gibt eine letzte Aufgabe, die für dich habe. Jemand muss das Flugzeug... Was? Wir müssen das Flugzeug jetzt selber fliegen, Braxy. Ich flieg's, Odi. Ich sag doch, ich war Pilot. Naja, fast. Denkst du, du kannst das wirklich? Ja, ich bin Profi, vertrau mir. Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. So, warte. Ich setz mich jetzt hier hin. Ah, okay, Odi, es geht los. Okay. Ich fliege, Odi. Wow, das sieht so cool aus, Braxy. Ich hab's, Odi, ich hab's. Ich kann's schaffen. Alles easy. Okay, aber es wackelt richtig. Ich weiß. Oh nein. Er kommt, er kommt. Das Monster. Wieso bin ich geflogen? Hau ihn. Ja, das geht nicht, Braxy. Ich kann ihn nicht berühren. Es ist zurück, Odi. Oh nein, guck mal, wie schrecklich er lacht. Wir sind lustig, meinte er. Ach, der Blödmann. Der soll mal selber fliegen. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Nö, ich kann nicht schreiben. Stimmt, ich auch nicht. Haha. Letzte Chance, Braxy? Niemals. Ich gebe nicht auf. Du musst aufstehen. Ich werde das Flugzeug nicht zum Absturz bringen. Stürzt dieses Flugzeug ab? Wirst du das Flugzeug abstürzen lassen? Ja oder nein? Odi, ich tu es nicht. Du bist mein bester Freund. Okay, Braxy, du bist mein bester Freund. Nein, tu ich nicht. Was willst du jetzt machen? Ich werde das Flugzeug retten. Und du kannst nichts dagegen tun, du blödes Ding. Wir Menschen sind schwach, meint der Blödmann. Sind wir gar nicht. Odi, nimm mal deine Maske weg. Du hast so eine räusperige Stimme. Mann, Entschuldigung, Braxy. Ich hatte gerade Halsschmerzen. Oh, er verschwindet. Oh nein. Wir haben es ihm gegeben, Odi. Wir haben das Flugzeug gerettet. Es ist sehr gut. Weg. Okay, jetzt muss ich nur noch vorsichtig landen. Warte mal. Er hat doch gesagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Was hat er damit gemeint? Braxy. Ich weiß es nicht. Vielleicht dachte er, wir stürzen das Flugzeug ab. Na, egal, wen interessiert's. Lass uns zurück nach Hause fliegen. Ich werde mich sonst los geht's! Ja, ich auch. Braxy, es wackelt schon richtig arg. Oh, Odi, wir spielen heute Hide and Seek. Und zwar extrem. Schau mal, wir können aussuchen, wo wir uns verstecken. Boah, cool, Braxy, wo sollen wir hin? Lass uns den klassischen Modus erstmal auswählen. Das will jeder spielen. Stimmt. So, das hat auch gewonnen gerade. Und wer wird der Sucher? Und bitte ich nicht. Hä? Ja, ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Und wir verstecken uns im... Wo wollen wir uns verstecken? In der Schule. Okay. Ja. Schule wird richtig cool jetzt. Ich mag die Schule, Brax hier. Wir müssen es schaffen, uns zu verstecken. Die Polizisten dürfen uns nicht finden, Odi. Oh, du hast recht. Hä? Ich bin ein Stuhl. Ich bin ein Ball! Warte, ich kann mich verwandeln. Ich verwandle mich. Oh. Wo bist du, Braxy? Ich kann mich verwandeln, aber ich muss da irgendwie hoch. Nein, verdammt. Oh, wo bist du, Odi? Ich bin im Basketball. Wie im Basketball? Ich bin ein Basketball. Ich muss was anderes nehmen. Ich nehme ein Regal. Ich bin jetzt ein Regal. Und zwar genau hier hinten. So. Regal? Und Position sperren. Ja, ich bin ein Regal. Ob du willst oder nicht, keiner wird mich hier finden. Wo bist du? Im Klassenzimmer. Und in welchem? Okay, ich bin draußen. Wieso bist du draußen? Bist du lebensmüde? Nein, ich bin draußen. Okay. Wir können jetzt... Nein, die kommen. Oh nein, hier ist einer schon drin. Oh. Er darf mich nicht finden. Oh, da ist Huggy Wuggy. Oh, Braxy, hinter mir ist ein Polizist. Okay,
Wir müssen 160 Sekunden lang überleben, Freunde. Das seht ihr hier oben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist und keiner hat uns gefunden, dann sind wir die Sieger. Oh, Huggy Wuggy. Nein, ich wurde gefunden. Rexy wurde gefunden. Oh Mann, ich auch. Okay, lass uns mal den anderen zuschauen. Komm mal kurz. Okay, schau mal. Wen sollen wir zuschauen? Warte mal. Wir schauen mal. Hä? Wo hat der sich denn versteckt? Das ist einfach eine Blume. Hä? Eine Blume, Brexy? Hey, hey, Girly Pop. Schau mal, das ist eine Pflanze. Oh, das ist voll unfairbar. Aber sie hat ein echt gutes Versteck. So, wir schauen mal weiter. Oh, da ist eine, ein Lineal. Ja, den habe ich auch gesehen. Der ist richtig gut versteckt. Oh Mann, ich Trottel. Ich hätte auch ein Lineal nehmen müssen. Du hast recht, hey, schau mal, Tomka 2030. Der ist einfach so ein Schrank draußen. Oh Mann, ey, ist das lustig. Die sind ja richtig doof. Einfach ein Schrank draußen. Ist so. Okay, wir schauen mal weiter. Hm, wo hat der sich denn versteckt? Oh, einfach Pickle Betty Yummy. Das ist einfach ein Tisch. Oh, ein gutes Versteck. Ein Tisch? Mhm. Der hat sich als Tisch versteckt. Wie cool! Noch 60 Sekunden. Oh, einer ist eine Pizza, Odi. X Donut Game X ist einfach eine Pizza. Oh, ich seh's. Oh, jetzt habe ich voll Lust auf Pizza Breaks hier. Oh, ich auch. Wir schauen mal weiter. Was ist deine Lieblingspizza Breaks hier? Ich mag Pizza Margarita. Die ist lecker. Was ist deine Lieblingspizza? Meine ist mit Salami. Salami-Pizza? Mhm. Das ist ja voll cool. Das Lineal wurde immer noch nicht gefunden und die haben noch 40 Sekunden Zeit. Oh, meinst du, der Regal ist immer noch draußen? Schau mal. Stimmt, der ist immer noch draußen, Rexy. Wie kann das sein? Die müssen ihn doch finden. Keine Ahnung. Noch 30 Sekunden. Was meinst du? Wird das Regal draußen gewinnen? Ich glaube schon, Rexy. Ich glaube, die gucken gar nicht draußen. Da war doch einer. Stimmt, die sehen das nicht. Oh, Huggy Wuggy kommt. Hä? Huggy Wuggy lässt... Wieso kommt... Was? Er kann nicht rauslaufen, Brexy. Ach, schau mal, der ist doch draußen da rechts. Ja, ich weiß aber nicht, wieso er da nicht raus konnte. Mann, das Bücherregal hat einfach gewonnen. In 3, 2, 1, fertig. Wow. Schau mal, er hat einfach gewonnen. Guck mal, wie der aussieht. Er sieht aus wie ein Baby. Okay, Leute, das macht unheimlich Spaß. Wenn du mal zusammen mit mir und Odi spielen möchtest, dann schau das Video unbedingt bis zum Schluss und lass ein Abo da. Denn am Ende verrate ich dir, wie du mal zusammen mit mir und Odi Roblox spielen kannst. Ich freue mich auf dich. Okay, Odi, wir haben noch 18 Sekunden. Diesmal darf mich keiner finden. Oh, Leute, aufstehen! Es ist Weihnachten, die Geschenke! Komm schon, Odi! Ich bin Erster! Odi, du Trottel! Mann, Hanna, mach Platz, ich bin zuerst! Oh, die Geschenke! Oh, Freunde, ich kann es kaum erwarten, euch mein Brexy-Hoodie zu zeigen. Das hier ist mein Brexy-Hoodie und den kriegst du auf www.brexis.shop. Und zu jeder Bestellung gibt es sogar eine Autogrammkarte. Also, worauf wartest du? Wenn du noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hast, dann kann ich dir meinen warmen Hoodie so sehr empfehlen. Ich bin bereit, Brexy! Warte, was haben wir denn hier im Shop eigentlich? Oh, guck mal, Squid Game. Wie cool ist das denn? Boah, das ist echt cool. Wir haben sogar Haustiere. Stimmt, wir haben ein unartiges Ei. Ich habe 302 nur. Mann. Boosts, Aufspiel. Nein, kann ich auch nicht kaufen. Ich kann mir fast nichts kaufen. Boah, Brexy, ich glaube, wir sind Sucher geworden. Sind wir wirklich Sucher geworden? Mhm. Lass uns auf die Militärbasis. Okay, komm. Militärbasis. Aber stand da mein Name? Ja, meiner, deiner und noch einer. Wir sind zu dritt. Oh, stimmt. Ich bin wirklich Sucher. Da bin ich ja. Hä? Ich kann mich ja bewegen. Hä? Das heißt, ich sehe doch die Leute eigentlich, oder? Eigentlich schon, oder? Erinnere dich an die Karte. Bereite dich auf das Erfassen vor. Okay, wir müssen unbedingt in die Kasernen rein, okay? Okay, Brexy. Schau dir die Karte an.
Merkst du mir genau an. Ich werde das alles merken. Okay, ich gehe jetzt nach oben. Schau dir Basketballplatz an. Nee, das ist kein Basketballplatz. Wir müssen alle finden, Odi. Das wird unser Ziel sein. Na gut, das schaffen wir. Okay, in 7 Sekunden. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Na, wartet. So, hast du ein Messer? Ich hab kein Messer. Okay. Was haben wir denn hier? Bam! Ich hab ihn gefangen! Nee. Wow, sehr gut! Aber du da kannst nicht unendlich oft schlagen, Briggs, hier. Du hast recht. Ups, total vergessen. Okay, Odi. Ich hab jemanden gefangen, Briggs, hier! Sehr gut. Hä? Das war hier doch gar nicht. Weg mit dir! Nein, war falsch. Da. Du hast nicht unendlich Herzen, Brexy. Du musst aufpassen. Hier war jemand. Gehört hier nicht hin. Ich habe jemanden gefunden. Cool. So. Schau mal. Da oben ist eine Pistole. Guck mal, ob du den schlagen kannst. Ja, gefunden. Sehr gut. Warte. Hier drüben. Ich glaube, hier war kein. Da ist eine Pistole. Hier, der haut ab. Die läuft. Ja, du hast ihn. Sehr gut. So. Aber irgendwas stimmt hier nicht. War hier der Tisch auch? Ich weiß nicht. Okay. Nicht zweimal schlagen, du Blödmann. Ups, ich hab noch 2 Herzchen. Komm, komm, komm. Ist hier drüben etwas? Meinst du hier? Schlag mal. Nicht mich. Nee, falsch. Ich glaube, der war hier nicht, Odi. Der hier. Wer denn? Der in der Ecke, ganz in der Ecke. Nein, das... Oh doch, das war jemand, Briggs, hier. Hab ich doch gesagt, ich hab mir okay, das gemerkt. Okay, 4 Leute nur noch. 4 Leute nur noch. Guck mal, hier ist ein Hinweis. Hinweis. Einfach Stecker, der als AK-47. Okay. Das heißt, einer ist eine Pistole. Der muss hier drauf sein. Oh Mann, nee, das ist keiner, Briggs, hier von da oben. Warte mal, schau mal, man kann hier hochklettern. Aber hier ist nichts. Ich hab einen. Ehrlich? Hier. Siehst du? Ja! Du kannst da nicht durchlaufen, Odi. Ich kann da nicht durchlaufen. Wenn das einer von denen ist, kannst du nicht durchlaufen. Ich hab hier schon. Okay, das war falsch. Oh, ich hab nur noch 1 Leben, Odi. Wie viele fehlen noch? Ich hab noch 3 Leben. Oh Mann, das war falsch. Ich hab noch 2. Hier ist der Herz, Brexy. Sammel es auf. Okay, sehr gut. Dann ist noch eins. Ich bin voll, Odi. Los. Nein, das war falsch. Ich muss mir das Herz holen. Wir haben nur noch 40 Sekunden, Briggs, hier. Hol dir das Herz, los. Komm schon, komm schon. Und weg mit dir. Oh Mann, ich hab ihn nicht gefunden. An Odi. Hier muss es irgendwo noch ein Versteck geben. Irgendwo, aber wo? Ich glaube, ich hab hier was gesehen, Odi. Hier unten vielleicht? Oh nein, ich habe nur noch 2 Herzchen, Odi. Nein, ich habe noch jemanden gefangen, Brexy. Wer fehlt denn noch? 2 Leute nur noch, Brexy. 2 Sekunden. Nein, wir haben es nicht geschafft. Mann, das ist richtig.